beste Wetter ist es nicht. Und ja, motiviert. Wir schaffen das Ende hoffentlich. Ich habe mich jetzt echt entschlossen mitzufahren, die kurze Runde und dann wieder früh zurück zu sein. Ich freue mich drauf. Na klar, muss man schnell im Ziel sein, damit es einfach warm wird. Weil wer letztes Jahr dabei war bei dem schönen Wetter, das war einfach eine ganz bärige Veranstaltung. Und deswegen fahre ich da halt mit und die Kruze muss auch leicht reichen und die werden wir schon irgendwie zusammenbringen. Ja. Logisch, wir sind voll motiviert, auch wenn es wieder nicht so schön ist. Dabei haben wir auf alle Fälle. Natürlich, wenn man da vor der Nähe kommt, ist es natürlich ein super Gefühl, dass man da ganz oben stehen kann jetzt auf dem Podium. Alles probiert, aber ist nicht ausgegangen gegen Michi. Mir geht es gut jetzt nach dem Rennen. Natürlich hat es mir jetzt angewaschelt während dem Rennen, aber das hat schon gepasst. Ja, genial. Also ich wohne ja nicht weit weg von da, also ist ja fast ein Heimrennen und das ist natürlich immer ganz cool, wenn man da ganz oben steht. Eine interessante Strecke mit sehr vielen Höhenmetern. Die Strecken sind aufgeteilt in eine Panoramarunde. Für jedermann, eigentlich wirklich für jedermann zu machen, mit 50 Kilometern und dann haben wir noch die anstrengende Strecke, 120 Kilometer mit, ich denke mal 1800 Höhenmeter sind da dabei und das ist eine richtige Herausforderung. Ja, schön, nass, kalt, aber geil. Anstrengend, erstes Rennen bei mir jetzt und Regen und Sturz, aber passt, super geile Sache. Also ja, mir hat es super taugt. Ich war der Jüngste, was jetzt da dabei war und ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Am Ende von einer langen Radsaison ist einfach dieses Datum richtig toll, wo sich jeder nochmal beweisen kann. Ich habe gehört, trotz schlechtem Wetter hunderte Teilnehmer, also es funktioniert und die Leute haben Kufstein auch als Raddestination kennengelernt.